Mesdames et Messieurs, seien Sie auf das Herzlichste gegrüßt. Mein Name ist Jules Verne und ich bin hocherfreut, dass wir heute ein wenig Zeit miteinander verbringen werden. Es ist schon viel zu lange her, dass wir von unserem Abenteurer und Weltenbummler Phileas Fogg und seinen Gefährten gehört haben. Kommen Sie, ich lade Sie ein auf eine ereignisreiche und dramatische Reise in die Gewässer des Südpolarmeers. In jene Regionen, die noch unerforscht und daher so geheimnisvoll sind. Unsere heutige Geschichte beginnt wie einst im Falle der Entführung auf hoher See im vornehmen Londoner Reformclub, wo Phileas Fogg ausnahmsweise damit beschäftigt war, nichts zu tun als gut zu essen und im Anschluss einen anständigen Whisky zu genießen. Die Tür zum Salon öffnete sich, als ein dunkel gekleideter Mann mit breiter Stirn, glatten schwarzen Haaren und einem gepflegten Schnurrbart eintrat, sich kurz suchend umblickte, um dann zielstrebig auf Fogg zuzuschreiten. Verzeihung, Sir. Habe ich die Ehre mit Mr. Phileas Fogg? Wer immer Sie sein mögen, Ihr Besuch wurde mir nicht angekündigt. Und der Zutritt zu diesem Raum ist nur Clubmitgliedern gestattet. Es sei denn, man weiß, wie man die Statuten Ihres Clubs umgeht. Sofern Sie das wissen, müsste ich Sie auf der Stelle entfernen lassen. Vielleicht warten Sie damit noch, bis Sie gehört haben, was ich Ihnen zu sagen habe. Ein reichlich ungewöhnliches Verhalten, das Sie da an den Tag legen, finden Sie nicht? Ich bin auch kein gewöhnlicher Mann, Mr. Fogg. Ich möchte, dass Sie einen Auftrag für mich übernehmen. Ich bitte Sie darum. Finden Sie Arthur Gordon Pym. Sie meinen den Mann, der sich im vergangenen Jahr einer Antarktis-Expedition angeschlossen hat, die seitdem als verschollen gilt? Wie ich sehe, sind Sie gut informiert. Das ist kein Kunststück. Seine Geschichte wurde inzwischen sogar in Buchform abgedruckt. Die halbe Welt kennt die Story, die doch allzu fantastisch ist, um wahr zu sein. Die Geschichte, die veröffentlicht wurde, ist nur die halbe Wahrheit, Mr. Fogg. Pym und sein Gefährte Dirk Peters näherten sich dem Südpol, als sie plötzlich in eine weiße Nebelwand gerieten, die von Zeit zu Zeit von seltsam fahlen Vögeln durchbrochen wurde. Als dann der Nebel kurzzeitig aufriss, sahen sie in der Ferne eine Kreatur mit schneeweißer Haut, die aussah wie ein Mensch und doch keiner war. Das ist mir bekannt. An diesem Punkt endet die Geschichte. Oh nein, hier endet nur die Erzählung. Ich weiß, dass die beiden Männer die Mauer durchbrachen und auf die Welt dahinter stießen. Sie haben es geschafft, zum Südpol durchzudringen. Aber etwas hat verhindert, dass sie zurückkehrten. Etwas lauert dort draußen im Eis. Hören Sie, kann es sein, dass ich es hier mit einem Aufschneider zu tun habe? Denn falls nicht, wissen Sie Dinge, von denen meines Erachtens nur ein Mann Kenntnis haben kann. Und der ist... Mein Name ist Poe. Edgar Allan Poe. Sie an. Wie war der Vorname Ihrer Mutter? Elizabeth. Wo studiert? In Charlottesville. Wie heißt Ihr fiktiver Detektiv? Auguste Dupin ist ebenso wenig Fiktion wie Sie oder ich. Warum beauftragen Sie ihn dann nicht mit dem Fall? Er ist Detektiv und kein Weltreisender. Ich habe Ihre Abenteuer auf das Genaueste verfolgt und bin zu dem Schluss gekommen, dass nur Sie für dieses Unterfangen in Frage kommen. Ich habe ein Schiff gechartert. Es ist die Halbrane. Sie liegt im Hafen von Southampton, bereit auszulaufen. Sie wollen, dass ich Arthur Gordon Pym für Sie finde. Warum liegt Ihnen so viel daran? Ich muss, verstehen Sie, ich muss wissen, was hinter dieser Nebelwand liegt. Um der Vollständigkeit meines Werkes, aber auch der Gesundheit meines Verstandes willen. Ich verlange nicht von Ihnen, dass Sie meine Beweggründe verstehen. Eine Expedition ins Südpolarmeer. Selbst die kühnsten Seefahrer sind kaum weiter vorgedrungen als bis zum 74. Breitengrad. Was Sie von mir und Ihrem gecharterten Schiff verlangen, ist, 550 Seemeilen weiter südlich vorzustoßen. Es handelt sich um eine der bedeutendsten Herausforderungen in der Geschichte der Menschheit, Mr. Fogg. Und wenn nicht Ihnen, wem sollte dann die Ehre gebühren, dieses Ziel als Erster zu erreichen? Die Worte Edgar Allan Poes hatten in Phileas Fogg einen tiefen Eindruck hinterlassen. Der Mann hatte es verstanden, in ihm eine Saite anzuschlagen, die fortan immer lauter und fordernder zu klingen schien. Mit anderen Worten, Foggs Neugier und vor allem seine schier unermüdliche Abenteuerlust waren geweckt.
So war es nicht weiter verwunderlich, dass er bereits am selben Abend mit seiner Ehefrau, der schönen Aouda, über seine neuen Pläne sprach. Sie kannte ihn inzwischen gut genug, um zu wissen, dass nichts und niemand ihn von seinem Entschluss abbringen konnte. So kam es, dass das Ehepaar Fogg in Begleitung des treuen Dieners Passepartout am frühen Abend des folgenden Tages in Southampton eintraf. Während Passepartout damit beschäftigt war, das Gepäck seiner Herrschaften in den Zimmern des Gasthauses zu verstauen, unternahmen Phileas und Aouda einen Verdauungsspaziergang, der sie nicht eben zufällig hinunter an den Hafen führte. Oh, es ist kalt geworden, Liebster. Lass uns umkehren. Mir scheint, du hast dich bereits erkältet. Ein paar Schritte noch, Aouda, ja? Sieh doch, der Hafen. Denke nicht, ich wüsste nicht, warum du ausgerechnet diese Richtung angeschlagen hast. Du willst nach der Hellbrain Ausschau halten. Sie muss hier irgendwo vor Anker liegen. Der Nebel macht es nicht gerade einfacher, sie zu finden. Von den meisten Schonern ragt ja gerade einmal die Mastspitze heraus. Und keine Menschenseele, die man fragen könnte. Ich glaube, dass da vorne ist sie. Ein prächtiges Schiff. Und ein verlassenes, so wie es aussieht. Da ist niemand an Deck. Die meisten werden Ausgang haben. Und der Rest befindet sich an einem Abend wie diesem sicher unter Deck beim Kartenspiel. Was war das? Sicher nur ein paar Ratten in der Gasse dorthin. Nein, da kommt jemand. Hör doch. Na und wenn schon. Guten Abend, die Dame, der Herr. So spät noch unterwegs und das hier am Hafen. Wie Sie sehen. Und warum sollten wir auch nicht? Warum nicht, will er wissen. Hast du das gehört, Jockey? Ja, Herming. Sag es ihm. Weil sich hier unten viel übles Gesindel herumtreibt, das darauf aus ist, Männer wie Sie zu shanghaien. Was soll das heißen? Man kriegt ordentlich was eingeflößt und kommt dann auf einem alten Seelenverkäufer wieder zu sich. Auf hoher See. Verdammt unangenehme Sache. Sie sollten besser aufpassen. Phileas, Achtung! Da, du hast ihn voll erwischt! Geben wir ihm den Rest! Nein! Lassen Sie meinen Mann in Ruhe! Hilfe! Na, komm schon, Püppchen! Wir wollen doch nicht, dass uns jemand hört! Hm? Lassen Sie sofort die Frau los! Herming! Da ist noch einer! Er! Hey, was fällt Ihnen ein? Chucky! Hey, Sie da! Sie verdammter Mistkerl! Wie reden Sie eigentlich in Gegenwart einer Dame? Lassen Sie auf der Stelle mein Ohr los! Macht, dass ihr wegkommt, ihr Hallo! Das wird euch noch leid tun! Wir sehen uns wieder! Phileas, ist dir etwas passiert? Du blutest dir aus der Nase. Nicht weiter wild, Liebes. Ich hatte keine Ahnung, dass der Kerl sofort zuschlägt. Damit sollten Sie hier unten besser rechnen, Sir. Ich muss mich bei Ihnen bedanken, Mr. Hunt. Peter Hunt. Sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Um ein Haar hätte man uns verschleppt. Was tun Sie hier unten? Gehören Sie zu einem der Schiffe hier? Ich? Nein, Gott bewahre. Ich habe nur einen kleinen Spaziergang gemacht, genau wie Sie. Mr. Fogg? Mr. Phileas Fogg? Die drei fuhren auf der Stelle herum und starrten zur Hellbrain hinüber, wo an Deck eine hochgewachsene Gestalt aufgetaucht war. Der Mann wurde von Nebelschwaden umwabert und keiner von ihnen wusste, wie lange er bereits dort gestanden und sie beobachtet hatte. Der Unheimliche musste sich nicht vorstellen. Sein Auftreten verriet, dass er das Kommando über die Hellbrain führte. Es handelte sich um niemand Geringeren als den Kapitän des Schiffes, Len Guy. Das ist mein Name, Sir. Sie wurden mir als besonders mutig und abenteuerlustig beschrieben. Ich sehe, an den Worten ist was dran. Und Sie, junger Mann, falls Sie derzeit keine Heuer haben sollten, ich kann noch Männer wie Sie gebrauchen. Die Hellbrain läuft in 2 Tagen mit der ersten Flut aus. Sie sollten besser pünktlich sein. Damit verschwand Kapitän Guy, wie er gekommen war. Er tauchte zurück in den Nebel, der ihn wie eine Geistererscheinung verschluckte. Phileas Fogg und Peter Hunt waren ab diesem Zeitpunkt, ohne es zu wissen, eng mit dem Schicksal der Hellbrain verbunden. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Thank you.
Genau zwei Tage später machte sich die Hellbrain mit ihrer 8 Mann starken Besatzung unter Kapitän Len Guy auf eine Reise ins Ungewisse. Mit von der Partie waren natürlich auch unsere 3 Abenteurer. Der Besuch Edgar Allan Poes und das damit verbundene Geheimnis der Expedition von Arthur Gordon Pym hatten Phileas Fogg nicht mehr losgelassen. Zudem fand er Gefallen an dem Gedanken, als erster Mensch den Südpol zu erreichen. Die ersten 2 Tage war Aouda in der Kabine geblieben, um keine schlechte Stimmung innerhalb der Mannschaft zu erzeugen. Später, so hoffte Fogg, würden die Matrosen keine andere Wahl haben, als den Zustand zu akzeptieren, dass sich eine Frau an Bord befand. Bei strahlendem Sonnenschein ging es auf das offene Meer hinaus. Ein günstiger Wind bescherte der Hellbrain 8 bis 9 Meilen in der Stunde. In der Nacht des 3. Tages wagte sich Aouda das erste Mal an Deck. Das Schiff glitt durch die sanften Wogen des Atlantiks, während hoch über ihnen ein Meer aus Sternen glitzerte. Endlich frische Luft. Ich hätte es keinen Tag länger in der stickigen Kabine ausgehalten. Es tut mir aufrichtig leid, Liebes. Aber du hast ja unbedingt darauf bestanden, mich zu begleiten. Denkst du etwa, ich lasse dich allein reisen? Was, wenn du einem Eisbären begegnest? Ich würde ihn fragen, wie um alles in der Welt er vom Nord- zum Südpol gelangt ist. Sch, da kommt jemand. Ah, ausgerechnet dieser unangenehme André Wassling. Hier, nimm Passepartouts Mütze und dreh dich um. Rasch! Ah, guten Abend, Mr. Fogg. Prima Nacht, was? Selten so einen sternklaren Himmel gesehen. Ja, ziemlich eigenartig, muss ich zugeben. Haben Sie zufällig Feuer für meine Pfeife? Ja, warten Sie. Hier sind meine Zündhölzer. Sie können sie behalten. Danke. Ihr Diener ist heute Nacht nicht besonders gesprächig. Fehlt ihm was? Oh, er hat sich ein wenig den Magen verdorben. Nichts weiter. Ein bisschen frische Luft wird ihm gut tun. Sicher. Hat noch keinem geschadet. Na, das ist ja eine nette kleine Versammlung. Guten Abend. Störe ich etwa? Nein, Passepartout. Okay, was ist hier los? Wenn das hier Ihr Diener ist, wer ist dann dieser Kerl? Ich habe ihn noch nie hier an Bord gesehen. Das geht Sie nichts an. Bitte gehen Sie weiter und rauchen Sie in Ruhe Ihre Pfeife. Ein Dreck werde ich tun. Der Kerl soll sich umdrehen, damit ich sein Gesicht sehen kann. Sind Sie jetzt zufrieden? Mast und Schotbruch. Ein Weibsbild. Dieses Weibsbild ist meine Frau Aouda. Sie ist mit Genehmigung von Kapitän Guy an Bord. Sie haben sie an Bord geschmuggelt. Glauben Sie etwa, Sie können mich für dumm verkaufen? Ein Weibsbild an Bord. Das bedeutet Ärger. Großen Ärger. Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt und hören Sie auf mit Ihrem Seemannsgarn. Das lasse ich mir von keiner Landratte sagen. Vorsicht, der hat ein Messer. Oh. Quel malheur. Fallen lassen. Ich denke ja gar nicht daran. Aus dem Weg oder es erwischt Sie zuerst. Gut, dann eben nicht. Du verdammter Bastard. Das wirst du mir büßen. Machen Sie, dass Sie wegkommen, Mann. Nicht ehe ich dir... André Wassling. Sie werden tun, was Mr. Fogg gesagt hat. Nehmen Sie Ihr Messer und verschwinden Sie nach Achtern. Aber ein bisschen plötzlich. Aber ich... Ja, Sir. Jawohl, Sir. Ein wirklich übler Bursche. Sieht so aus, als hätten Sie ihn sich zum Feind gemacht, Sir. Ich hoffe, es war nicht meine Schuld. Aber nein, woher denn? Kapitän Guy, ich würde gern... Nanu, wo ist er denn schon wieder hin? Der Kapitän der Hellbrain zeigte sich nur selten an Deck. Er war ein schweigsamer Mann, der die meiste Zeit damit beschäftigt war, Messungen vorzunehmen und eine Route zu berechnen, die sie sicher durch das Packeis führen sollte. Nachdem sie die Azoren angelaufen hatten, ging es auf den größten Abschnitt ihrer Reise, der sie über die unendlichen Weiten des Atlantiks führte. Vorbei an den kapverdischen Inseln bis hin zu ihrem nächsten Ziel, der Insel Tristan da Cunha, wo sie an Land gingen, um Süßwasser, Felle und Pökelfleisch an Bord zu nehmen. Der Matrose Wassling ging Fogg und seinen Gefährten aus dem Weg, aber es schien, als würde er nur auf eine Gelegenheit warten, um sich an ihnen zu rächen. Diese Gelegenheit kam,
Als das Wetter 2 Tage nach Verlassen der Insel plötzlich umschlug und die Hellbrain ihre erste große Bewährungsprobe zu bestehen hatte. Hol dich die Großschott! Großschott ist klar! Zugleich! Bruder Hart Backbord! Treff die Bram und Großsegel! West und Holt! Raus aus den Wanden! Kapitän Guy, Passepartout und ich stehen zu Ihrer Verfügung. Sind Sie verrückt geworden? Machen Sie, dass Sie unter Deck kommen. Ich kann Sie hier oben nicht gebrauchen. Ich weiß genau, dass Sie im Moment auf jede Hand angewiesen sind. Also, was können wir tun? Helfen Sie beim Reffen des Großsegels, ehe es in Fetzen knallt. Porg und Passepartout eilten zu den anderen hinüber, um die Segel einzuholen, bevor der Sturm ihnen ernsthaften Schaden zufügen konnte. Die Wanten und Starkseile waren zum Zerreißen gespannt. Da wurde die Hellbrain plötzlich von einem Brecher erfasst und erhielt einen gewaltigen Schlag. Einige Fässer rissen sich los und wurden zu gefährlichen Geschossen, die unkontrollierbar über das Deck flogen. Das Schiff legte sich gefährlich weit nach Steuerbord, als hinter Phileas Fogg plötzlich ein menschlicher Schatten auftauchte. Es war André Wasling. Er versetzte seinem Widersacher einen Stoß, der unseren Abenteurer zurücktaumeln ließ. Fogg verlor das Gleichgewicht und stürzte über den Rand der Schanzkleidung ins Meer. Fogg! Fogg! Oh Gott! Mann über Bord! Mann über Bord! Verflucht nochmal! Wir müssen ihm helfen, Kapitän! Lassen Sie ein Beiboot zu Wasser! Vollkommen unmöglich bei diesem Sturm! Das Boot wird an der Bordwand zerschellen. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als es selbst zu versuchen. Aus dem Weg! Passepartout riss sich seine Jacke vom Leib und war bereit, in die tosende Flut zu springen. Doch letztlich war es Peter Hunt, der schnell war. Auf, der kräftige Mann stieß sich von der Bordwand ab und im nächsten Moment war er verschwunden. Die Männer eilten an die Reling und starrten in das schäumende Chaos unter ihnen. Da tauchte plötzlich ein Kopf auf. Es war Fogg, der verzweifelt versuchte, zurück zur Hellbrain zu gelangen. Ein zweiter Körper tauchte aus dem Wasser empor. Peter Hunt umklammerte Fogg und gemeinsam gelang es ihnen tatsächlich, durch die gepeitschte See Kurs auf das Schiff zu nehmen. Die Taue! Werf den beiden die Taue zu! Wir müssen sie raufziehen! Das Seil herüber, schnell! Richtig so! Na, lass treiben, lass es treiben! Da sind sie! Wir haben sie mit! Alles ist gut! So gleich! Über die Reling mit ihnen! Großer Gott! Um Himmels Willen! Was ist denn nur geschehen? Ich weiß es nicht. Ich erhielt plötzlich einen Schlag ins Kreuz und ich konnte mich nicht mehr halten. Vielleicht hat mich ein Fass gestreift. Das war kein Fass, Mr. Fogg. Nie und nimmer. Aber was soll es denn sonst gewesen sein? Wenn Sie mich fragen, hat da jemand nachgeholfen, der Sie lieber tot als lebendig sehen wollte? Die Hellbrain war dem tosenden Sturm entkommen und hatte wie durch ein Wunder keine größeren Schäden davongetragen. Die Reise wurde unter wesentlich günstigeren Bedingungen fortgesetzt und am Morgen des 10. Dezember wurden aus dem Krähennest des Schiffes die ersten treibenden Eisschollen gesichtet. Kapitän Len Guy ließ seinen Schoner von seinem erfahrenen Steuermann Jim West durch das trügerische Gebiet segeln. Es galt unter allen Umständen zu vermeiden, zwischen das Packeis zu geraten. So begann ein gefährlicher Spießrutenlauf. Sieh mal, Phileas, die Eisberge. Sind sie nicht wunderschön? Keiner gleich dem anderen. Ach, schön und gefährlich zugleich, Mrs. Fogg. Denn wenn der Steuermann nicht aufpasst, schlitzt uns so ein Ding den gesamten Rumpf auf. So, als ob man mit einem Buttermesser in ein frisches Croissant... Passepartout, bitte. Mal den Teufel nicht an die Wand. Seht mal, ist das nicht Peter Hunt da vorne am Bug? Du hast dich immer noch nicht bei ihm dafür bedankt, dass er dir das Leben gerettet hat. Er weicht mir seitdem aus. Na, das haben wir gleich. Eisberg auf Backbord voraus! Eisberg auf Backbord voraus! Sie haben sich die letzten Tage rar gemacht, Mr. Hunt. Die See war ruhig,
Und es gab für mich nicht viel zu tun, Sir. Was hat sie heute an Deck getrieben? Die Eisberge? Mir ist nicht entgangen, wie sie sie ansehen. Beinahe so, als würden sie nach etwas ausschauen. Hier irgendwo muss es gewesen sein. Genau diese Route hat die Jane genommen. Das Schiff, mit dem Gordon, Pym und Dirk Peters gesegelt sind. Es ist zu vermuten, dass es zwischen das Packeis geraten ist und zerquetscht wurde. Was glauben Sie? Ich glaube nicht. Ich weiß es. Wie bitte? Pym hat die Reise mit einem Beiboot und ein paar Männern fortgesetzt, bis sie zuletzt nur noch zu zweit waren. Dann traf ein Schlag das Boot und Peters ging über Bord, während Pym mit der plötzlich einsetzenden Strömung abgetrieben wurde. Woher wollen Sie das alles wissen? Poe hat nichts davon in seinen Aufzeichnungen erwähnt. Und doch weiß auch Poe, was aus Peters geworden ist. Der Seemann hatte Glück. Er trieb auf einer Scholle weiter, ernährte sich von rohem Fisch und wurde einige Wochen später halbtot von einem Walfänger geborgen. Und seit diesem Tag wird er von der Frage gequält, ob es wirklich Glück war, dass er am Leben geblieben ist, während sein bester Freund Pym möglicherweise einem schlimmen Schicksal ins Auge gesehen hat. Mr. Hunt, wer sind Sie in Wirklichkeit? Nur ein einfacher Seemann, Sir. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Ich habe Sie beobachtet. Sie kennen diese Gewässer hier und Sie kennen nicht nur Poe, sondern auch Arthur Gordon Pym. Sie kennen ihn, weil Sie ihn auf seiner Expedition begleitet haben. Ach, Unsinn. Ich sehe Ihnen doch an, dass ich recht habe. Und wenn dem so ist, dann steht hier nicht Peter Hunt vor mir, sondern Pims treuer Weggefährte Dirk Peters. Es stimmt, was man über Sie sagt. Sie sind ein heller Kopf. Dirk Peters also. Jetzt verstehe ich, warum Sie sich dieser Expedition angeschlossen haben. Naja, es ist das Mindeste, was ich für meinen Kameraden noch tun kann. Im Übrigen wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Entdeckung für sich behalten würden. Eisberg voraus! Eisberg voraus! Bei Gott, da oben steht einer! Mann auf Eisberg! Steuerbord voraus! Tatsächlich. Da oben steht er und winkt wie wild zu uns herüber. Der Ärmste kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Wir sollten Kapitän Guy Bescheid geben, damit er ein Beiboot zu Wasser lässt. Wir müssen den Mann aufnehmen. Ja, das sollten wir wohl. Und hoffen wir, dass dieser Mann dort oben keinen Ärger bedeutet. Kapitän Guy erschien an Deck und gab den Befehl, eines der zwei kleinen Boote flott zu machen. Die Schaluppe war mit 4 Matrosen besetzt und drang bis zum Rand des schwimmenden Eisbergs vor. Es folgte eine spektakuläre Rettungsaktion, die alle Männer und Aouda an Deck der Hellbrain fasziniert verfolgten. Dem armen Teufel wurde eine Spitzhacke hinaufgeworfen, an der ein langes, starkes Seil befestigt war. Dem Fremden gelang es, das Werkzeug in das Eis zu schlagen, um sich daraufhin an dem Seil in das Boot hinabzulassen. Unten angekommen, brach er bewusstlos und vollkommen entkräftet zusammen. Phileas Fogg und die anderen beobachteten gespannt, wie das Beiboot zur Hellbrain zurückkehrte und halfen dabei, den Bewusstlosen an Deck zu hieven. Vorsichtig, so pass doch auf. Hier herüber. Leg ihn hierher an Deck. Ich habe hier ein paar Decken. Der Ärmste muss ja vollkommen unterkühlt sein. Seht euch nur sein Haar und seinen Bart an. Er ist... Oh Gott. Was haben Sie, Mrs. Fogg? Sehen Sie denn nicht, wer das ist? Mon Dieu. Jetzt weiß ich, was Sie meinen. Sir? Mr. Fogg? Nein. Das ist doch nicht möglich. Kennen Sie den Mann etwa? Allerdings. Wir sind uns bereits begegnet. Er kommt zu sich. Hey, Sie. Können Sie mich verstehen? Sie befinden sich in Sicherheit. Sicherheit. Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Viktor Frankenstein. Kapitän? Guten Abend, Mr. Fogg. Was führt Sie zu mir? Vielleicht die seltene Gelegenheit, Sie persönlich an Deck anzutreffen, Sir. Sie wollen mich etwas fragen? Nur zu? Was hat Poe Ihnen gesagt, wonach Sie suchen sollen? Und welchen Lohn hat er Ihnen versprochen, wenn Sie es finden? Ach, Mr. Fogg, wenn Sie glauben, dass ich in den Diensten Poes stehe, dann haben Sie sich getäuscht.
Was ist dann der Grund, weswegen Sie diese Expedition unternehmen? Uns alle treibt etwas an, Mr. Fogg. Bei Ihnen ist es der Ehrgeiz, zum Südpol zu gelangen und die sagenhafte Welt zu entdecken, die Poe hinter der ominösen Nebelwand vermutet. Sie weichen mir aus. Arthur Gordon Pym reiste mit der Jane in diese Gewässer. Sie war ein stolzes Schiff. Und ihr Kapitän war William Guy, mein Bruder. Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum mir kein Geld der Welt wichtig ist. Verzeihung, ich wollte nicht indiskret sein. Mr. West, legen Sie das Ruder mir auf Backbord. Das verdammte Packeis wird dichter und dichter. Das hat die Mannschaft auch bereits gespürt. Einige der Männer werden unruhig, Sir. Denken Sie nicht, ich wüsste nicht, was in der Mannschaftslogie oder an Deck los ist. Vor allem dieser Wassling scheint die anderen aufzustacheln. Er vertritt die Meinung, es sei besser umzukehren und dass die Hellbrain nicht für eine Überwinterung im Eis gebaut sei. Dieser Name. Eine Meuterei ist das Letzte, was wir brauchen können. Und dann ist da auch noch unser neuer Passagier. Sie meinen Frankenstein? Wie geht's ihm? Er ist erstaunlich rasch genesen. Im Übrigen hat er nach Ihnen gefragt. Er sagt, dass Sie beide sich kennen, ist das wahr? Fogg und Frankenstein waren im indischen Dschungel aneinander geraten, als der wahnsinnige Robur mit Hilfe eines gigantischen Stahlelefanten versucht hatte, eine britische Garnison dem Erdboden gleichzumachen. Frankenstein konnte in dem ausbrechenden Chaos entkommen, während Robur den Tod fand. Fogg war der Ansicht, dass es nun an der Zeit war, ihre alte Bekanntschaft aufzufrischen. Phileas Fogg, ich habe mich schon gefragt, wie lange Sie Ihrer Neugier standhalten können. Kommen Sie doch herein, setzen Sie sich. Der Kapitän sagte mir, Sie seien auf dem Weg der Besserung. Er hat untertrieben, wie ich sehe. So gut aufgelegt sah ich Sie zuletzt in Indien. Und nun wollen Sie von mir wissen, was mich in diesen Teil der Welt verschlagen hat. Habe ich recht? Sagen wir, es wäre ein Anfang. Und wer bin ich, Sie zu enttäuschen? Ich bin auf einem Walfänger mitgereist, Mr. Fogg. Doch die Mannschaft taugte nichts. Wir liefen auf Eis. Kurz darauf brach auf dem Schiff eine Krankheit aus, die viele dahinraffte. Und wie kam es, dass Sie überlebten? Wir haben uns zu dritt von der Cynthia abgesetzt und suchten nach einer Möglichkeit, zurückzugelangen. Aber vergeblich. Wir gerieten auf das Packeis, von dem sich plötzlich eine Scholle abspaltete. Später gelang es uns, auf den Eisberg zu wechseln, von dem ich als einziger gerettet wurde. Was ist mit den beiden anderen geschehen? Die Natur sorgt dafür, dass der Stärkere überlebt. Nach 2 Tagen auf dem treibenden Berg verloren wir Jenkins. Erfroren. Baldwin und ich hatten die Wahl zu verhungern oder aber unser Leben zu verlängern in der Hoffnung, doch noch gerettet zu werden. Ich hatte Glück. Für Jenkins und Baldwin kam die Rettung zu spät. Sie haben Ihre beiden Kameraden... Halten Sie es für verwerflich, dass nicht ich es war, der sich geopfert hat? Hätte ich meinen Leib hergeben sollen anstelle des armen Baldwin? Was hätte es geändert, Fogg? Außer der Tatsache, dass sie jetzt nicht mir gegenüber säßen, sondern einem Fremden, aber dennoch überladen mit denselben Vorurteilen. Ich habe keine Vorurteile, weder gegen Sie noch irgendjemanden sonst. Sie sind mir noch eine Antwort schuldig, Frankenstein. Aus welchem Grund sind Sie hier? Ich sehe es Ihnen an. Sie vermuten, dass ich noch immer Roburs verrückten Plänen von der Eroberung der Welt nachjage. Aber in Wirklichkeit suche ich das hier. Was ist das? Sehen Sie es sich ruhig an? Ein Gesteinsbrocken, pechschwarz. Sehr erzhaltig, würde ich vermuten. Aber gänzlich anders als alles, was ich je an Mineralien gesehen habe. Wo haben Sie das her? Es wurde mir zugespielt. Ich habe Grund zu der Annahme, dass es von einem gewaltigen Massiv stammt, das wir in der Nähe des Südpols zu suchen haben. Und was ist daran so besonders, dass es Sie veranlasst, dafür um die halbe Welt zu reisen und Ihr Leben dabei aufs Spiel zu setzen? Aus Ihrem Mund klingt diese Frage reichlich seltsam. Sehen Sie den Löffel dort drüben auf dem Tisch? Geben Sie gut Acht, was passiert, wenn ich den Stein in seine Richtung bewege. Ich muss zugeben, das war beeindruckend.
Die Energie, die ich aus diesen magnetischen Kräften gewinnen würde, könnte man mit Fug und Recht als einzigartig und gewaltig bezeichnen. Bliebe also nur noch die Frage, was Sie da machen. Großer Gott, was war das? Frankenstein, sind Sie verletzt? Ich glaube nicht. Ich muss sofort nachsehen, was passiert ist. Mr. Fogg, wir sind auf Eis gelaufen. Und das, denken Sie an meine Worte, wird erst der Anfang unserer Probleme sein. Kapitän? Kapitän Len Guy! Da drüben ist er. Er überwacht die Arbeit der Männer im Eis. Ich finde ja, es würde ihm gut zu Gesicht stehen, wenn er selbst eine Spitzhacke in die Hand nehme. Kapitän, ich wünsche Sie zu sprechen. Und zwar sofort, nachdem Sie mir letzte Nacht nach der Havarie jegliche Auskunft verwehrt haben. Aus gutem Grund. Denn ich hätte Ihnen nicht sagen können, was Sie nicht bereits am eigenen Leib erfahren hätten. Wir sitzen im Packeis fest. Es war nahezu unvermeidlich. Soll das etwa heißen, Sie haben die Kollision voll in Kauf genommen? Sehen Sie diese Beule an meinem Kopf? Wollen Sie wissen, wie ich mir die zugezogen habe? Wir sollten jetzt vor allem eins vermeiden. Eine Panik. Also, beruhigen Sie sich. Die Dinge werden wieder in Ordnung gebracht. Wie schwer sind die Schäden an der Hellbrain? Werden wir die Fahrt fortsetzen können? Es hat einige Planken zerrissen. Aber die inneren Rippen sind unverletzt. Meine Männer schlagen das Eis rund um den Rumpf der Hellbrain ab, sodass sie in eine Art Schale rutscht. Wozu soll das gut sein? Wir verhindern damit, dass die Eismassen den Schiffsrumpf eindrücken. Wie schätzen Sie die Lage ein, Kapitän? Sind wir gezwungen, hier zu überwintern? Das weiß Gott allein. Aber der Polarwinter hat noch nicht eingesetzt. Mit etwas Glück werden die Temperaturen in den nächsten Tagen wieder über 0 Grad steigen. Und vielleicht gelangen auch noch ein paar warme Strömungen hierher, die uns das Eis vom Hals schaffen. Das sind ein bisschen zu viele vielleicht, wenn man mich fragt. Nach unseren Berechnungen liegen wir nahezu exakt bei 88 Grad südlicher Breite und 39 Grad westlicher Länge. Wir befinden uns also nur noch 65 Seemeilen vom Südpol entfernt. Wollen Sie mir mein Handwerk erklären, Mr. Fogg? Wir haben einen Auftrag zu erfüllen und ein Ziel zu erreichen. Wenn wir mit der Hellbrain nicht weiter segeln können, werden wir die Reise zu Fuß fortsetzen. Über das gefrorene Meer? Aber was ist, wenn der Kapitän recht hat und wärmere Strömungen hierher gelangen? Wir wären da draußen verloren. Daher wirst du hier beim Schiff bleiben, Liebes. Ich werde mir die Männer aussuchen, die mit mir kommen. Vorausgesetzt, ich habe Ihre Genehmigung, Kapitän. Sie sind ein faszinierender Bursche, Mr. Fogg. Sie können mit 3 Männern gehen. Mehr kann ich hier nicht entbehren. Was höre ich da? Sie wollen zu Fuß weiter? Hast du das mitgekriegt, West? Der Narr will unbedingt da draußen krepieren. Lass ihn in Ruhe, Wassling. Aber warum eigentlich nicht, hä? Dann sind wir ihn los. Natürlich müsste jemand seinem bezaubernden Frauchen ein wenig Trost zusprechen. Ich wüsste auch schon, wer dafür in Frage käme. Wenn Sie Aouda auch nur einen Schritt zu nahe kommen, werden Sie es bereuen. Ach ja. Ich an Ihrer Stelle würde mal nicht so große Töne spucken, Sie feiner Pinkel. Das reicht jetzt, Mr. Wassling. Machen Sie, dass Sie zurück an Ihre Arbeit kommen. Ich dulde ein solches Verhalten nicht auf meinem Schiff. Soll sich noch erst rausstellen, ob Sie damit je wieder in See stechen werden. Was für ein grässlicher Kerl. Passepartout, mein Freund. Sir? Du wirst mir für Aoudas Sicherheit garantieren, während ich fort bin. Aber Sir, ich werde Sie selbstverständlich begleiten. Ich meine, ich kann doch nicht... Ich meine, jawohl, Sir. Es wird mir eine Ehre sein, Sie zu vertreten. Was das Beschützen Ihrer Frau angeht. Und ich werde mich ebenfalls zu wehren wissen. Wann wollen Sie aufbrechen, Mr. Fogg? Warum unnötig Zeit verlieren? Ich gedenke noch heute zu starten. Wir nehmen nur das Nötigste an Proviant mit und marschieren direkt bis zum Pol. Ich benötige dafür nur noch 3 Freiwillige. Vier Männer.
die kaum unterschiedlicher sein konnten, begaben sich am Vormittag des 23. Dezember auf eine waghalsige Expedition, die das Ziel hatte, jenen mysteriösen Ort wiederzufinden, an dem das Reisetagebuch des Arthur Gordon Pym so plötzlich abgebrochen war und sein Schicksal sich ins Ungewisse verlor. Jim West, der Steuermann der Hellbrain, wurde von Kapitän Len Guy persönlich abgestellt, um nach einer möglichen Route zur Weiterfahrt zu suchen, sollten sie unterwegs auf eisfreie Gewässer stoßen. Mit von der Partie waren außerdem Peter Hunt und niemand Geringeres als Viktor Frankenstein, der begierig war, die Energiequelle zu finden, die sein Denken mittlerweile komplett ausfüllte. Ein schneidender, eiskalter Wind erschwerte ihre Expedition und die aufgewirbelten Schneeflocken sorgten dafür, dass die Hellbrain schon nach kurzer Zeit außer Sicht geriet. So marschierten sie über mehrere Stunden, in denen sich nichts Wesentliches ereignete. Doch dies sollte sich ändern, als sie in ein von gewaltigen Eisbergen umringtes Gebiet vordrangen. Vorsicht, Mr. Fogg. Hier verläuft eine eisfreie Rinne. Wer zwischen das Packeis gerät, den holt der Teufel persönlich. So eilig hatte ich es noch nicht, seine Bekanntschaft zu machen. Hey, Mr. West, sieht so aus, als besteht doch noch Hoffnung auf eine Weiterfahrt. Sehen Sie sich das mal an. Tatsächlich. Aber die Rinne ist zu schmal, um die Hellbrain dahin durchzumanövrieren. Das Eis würde ihr den Rumpf aufschneiden. Und wir würden ersaufen wie die Ratten. Geben Sie die Hoffnung lieber gleich auf, um diese Zeit noch eine befahrbare Rinne zu finden. Der Polarwinter kommt. Den können selbst Sie nicht aufhalten, Fogg. Was um alles in der Welt war das? Ich habe keine Ahnung. Ein Tier, vielleicht ein verirrter Wal. Kein Tier bringt einen solchen Laut zustande. Aber was? Was soll es denn sonst gewesen sein? Gehen wir weiter. Wir sollten noch ein paar Meilen machen, bevor wir unser Lager aufschlagen. Die Männer setzten sich wieder in Bewegung. Das unheimliche Rufen begleitete sie auf ihrer Route. Und was sich keiner von ihnen einzugestehen wagte, es schien näher und näher zu kommen, ohne dass erkennbar wurde, wer oder was in der Lage war, diese klagenden Geräusche zu verursachen. Nach zwei weiteren Stunden kam es zu einem erneuten Zwischenfall. Da war es schon wieder. Bei Gott, ich habe noch nie etwas Furchtbareres gehört. Dann haben Sie noch nie eine Nacht mit Passepartout das Zelt geteilt. Ich meine es verdammt ernst, Mr. Fogg. Irgendetwas ist da draußen im Eis und es klingt gewaltig. Was immer es ist, es wird sich überlegen, vier Männer gleichzeitig anzugreifen. Ach ja? Und was macht Sie da so sicher? Wir werden abwechselnd Wache halten, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Was meinen Sie dazu, Hunt? Schiff voraus. Was? Was sagen Sie da? In etwa 2 Meilen Entfernung liegt ein Schiff im Eis. Hier, sehen Sie selbst. Ich will verdammt sein. Da steckt tatsächlich ein Schoner fest. Britische Flagge. Können Sie den Namen erkennen? Es muss die Cynthia sein. Er hat recht. Das ist sie. Hat Mastbruch erlitten, wie es aussieht. Das Schiff ist unser Ziel für heute. Lassen Sie uns weitergehen. Sie wollen dorthin? Wozu? Die Cynthia ist ein Totenschiff. Niemand ist mehr dort und Proviant werden Sie dort auch nicht finden. Und falls doch, würde ich das Zeug nicht anrühren. Das Schiff liegt auf unserer Route und vielleicht finden wir dahinter einen Weg zum Pol. Oder einen Weg in den Tod. Mr. Fogg hat recht. Wir sollten gehen, bevor es zu spät wird. Mit gemischten Gefühlen näherten sich die Männer dem Wrack der Cynthia, die in eine leichte Schräglage geraten und in dieser Position im Eis eingefroren war. Die Masten waren wie Zündhölzer umgeknickt, die Segel und die Takelage lagen kreuz und quer auf dem Deck verteilt und bildeten ein nahezu unüberwindliches Chaos. Vorsichtig gingen die Männer an Deck, um sich umzusehen. Würden Sie mir vielleicht verraten, was Sie hier suchen, Fogg?
Mr. Frankenstein hat recht. Hier ist niemand mehr. Kann schon sein. Dennoch würde ich mir dieses Schiff gerne noch etwas genauer ansehen. Das ist reine Zeitverschwendung, wenn Sie mich fragen. Und dass Sie unter Deck gehen wollen, halte ich ebenfalls für keine besonders gute Idee. Wir werden uns da unten nicht länger aufhalten als nötig. Beim ersten Anzeichen einer Gefahr geht's zurück aufs Eis. Hier vorne ist der Niedergang. Falls es Sie beruhigt, Mr. West, ich werde zuerst gehen. Wenn Sie wollen, können Sie hier oben an Deck bleiben. Und darauf warten, dass mich die Bestie schnappt? Nein, nein, ich komme mit Ihnen. Sie denken, es beobachtet uns? Sie etwa nicht? Es folgt uns schon seit geraumer Zeit. Das ist mir allerdings auch schon aufgefallen. Wie schön, dass ich nicht der Einzige bin. Heiliger Strohsack. Was für ein Durcheinander hier unten. Durch die Schräglage ist einiges in Unordnung geraten. Weg damit. Ich verstehe noch immer nicht, was Sie sich von dieser Aktion versprechen. Das da vorne ist die Kapitänskajüte, nehme ich an. Ich möchte nach dem Logbuch sehen. Vielleicht gibt es uns Aufschluss über die Fahrt der Cynthia. Seien Sie ja vorsichtig. Großer Gott. Da liegt der Kapitän. Er ist tot. Ja, aber wie? Sehen Sie doch nur. Dort, wo sein Herz gewesen ist, befindet sich nur noch eine klaffende Wunde. Frankenstein? Sagten Sie nicht etwas von einer Krankheit, die auf diesem Schiff ausgebrochen ist? Ich weiß nicht, was Sie... Hört doch mal. Seid doch mal leise. Das sind Schritte. Und zwar über uns an Deck. Ich habe es ja gewusst. Wir müssen hier raus und zwar sofort. Hey, was soll das? Wollen Sie den da draußen etwa ins offene Messer rennen? Jemand kommt die Treppe herunter. Allerdings. Und jetzt mal alle hübsch die Flossen hoch. Sieh mal an, Jockey. Wenn das nicht unser feiner Pinkel aus Southampton ist, hm? Tatsache. Er ist es. Und der andere Kerl ist auch dabei. Dann haben wir ja alle beisammen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Auf der Hellbrain ging ein langer Tag zu Ende. Und obwohl die Sonne in diesen Breitengraden nicht mehr unterging, war die Mannschaft müde von der schweren und gefährlichen Arbeit, das Schiff eisfrei zu halten und in eine sichere Position zu bringen. Aouda Fogg hatte sich in ihre Kabine zurückgezogen, das Licht der Kerze gelöscht und war irgendwann über die Gedanken an ihren Mann in einen leichten Schlummer verfallen. Wer ist da? Bleiben Sie, wo Sie sind, oder ich... Was wirst du? Gar nichts wirst du. Du dummes, hübsches Ding. Wehr dich nur. Ich bin stärker als du. Wirst schon sehen. Hier wird uns niemand stören, Kleines. Dein Mann, dieser Mistkerl, ist meilenweit entfernt. Vielleicht hat ihn auch schon der Teufel geholt. Du Miststück! Ich werde dir helfen, mich zu beißen. Lassen Sie mich! Das könnte dir so passen. So! Jetzt kann ich dich. Hilfe! Hilfe! Mrs. Fogg, was ist passiert? Ich habe... Was? Was haben Sie hier drin zu suchen? Verschwinde, Franzmann! Oder ich drehe deine hässliche Rübe nach acht an. Versuchen Sie es nur und Sie erleben Ihr blaues Wunder. Ja! Gar nicht übel, was man mit so einer Rübe alles anstellen kann, was? Dafür kriege ich dich, du Hund! Ein Messer! Pass auf, Passepartout! Es ist nicht halb so lang wie mein Stuhlbein. Ich schlitz dich auf, Saukerl! Verdammt! Ein Messer! Wo ist er? Ich habe dein verfluchtes Messer, Wassling. Und ich schwöre dir, für diese Sache kriegst du Arrest. Aber Kapitän, ich wollte doch nur... Wenn du wieder aufwachst, befindest du dich in der Zelle. Wenn ich wieder aufwache? Was soll das heißen? Das hier wird ja eine Lehre sein. Ah!
Nehmen Sie endlich Vernunft an und stecken Sie das Gewehr weg. Ich denke ja gar nicht daran. Aber was haben Sie denn davon, wenn Sie uns alle abknallen? Ihr seid gekommen, um unsere letzten Vorräte zu plündern und sie mit auf euer Schiff zu nehmen. Und das wäre unser Tod. Habe ich recht, Jockey? Verdammt richtig. Keinen Bissen werdet ihr von uns kriegen. Euer Proviant interessiert uns nicht. Auf der Hellbrain befindet sich alles, was wir benötigen. Ihr solltet euch besser uns anschließen. Nenn mir einen Grund, warum wir das tun sollten. Das liegt doch wohl auf der Hand. Ohne uns und unser Schiff wärt ihr beiden armseligen Schlucker verloren. Außerdem, hören Sie nicht, wie das Eis gegen die Cynthia drückt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie Leck schlägt. Und wenn ihr mich fragt, dauert es nicht mehr lange. Da ist es wieder, Hamming. Ich halte das nicht mehr aus. Es verfolgt uns. Es ist... Halt's Maul, du Pfeife! Wie ich sehe, zittert Ihr Freund geradezu vor Angst. Und sie lässt es auch nicht kalt. Das ist alles seine Schuld. Frankenstein? Als aber den Kergelen an Bord kamen und wir diese Gewässer erreichten, fing es an. Einen nach dem anderen von uns hat es erwischt. Er fantasiert. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe Ihnen erklärt, warum ich mich der Expedition angeschlossen habe, Fogg. Das haben Sie. Aber ich habe allmählich den Verdacht, dass das nur die halbe Wahrheit war. Wie auch immer es jetzt weitergeht, wir sollten machen, dass wir das Schiff verlassen. Es wird jeden Augenblick von den Eismassen zerdrückt und absaufen. Sie haben es gehört, Herming. Geben Sie den Weg frei und kommen Sie mit uns. Kapitän Guy wird zwei weitere Matrosen brauchen können, wenn wir weiter segeln. Ihr verdammter Kahn steckt genauso fest wie die Cynthia. Wir werden alle sterben, so sieht es aus. Und wen die Bestie da draußen nicht erwischt, der krepiert vor Hunger und Kälte. Mächtiger, das Schiff ist leckgeschlagen. Rette sich, wer kann! Und nichts wie raus hier. Lassen Sie uns endlich durch, Sie verdammter Narr! Ihr bleibt, wo ihr seid. Ich warne euch. Wer nur einen Schritt in unsere Richtung macht, wird es mit seinem Leben bezahlen. Jetzt habe ich aber genug. Pass auf, Herming! Er will dir ans Leder! Nicht da, ich... Warten Sie, Fogg. Ich helfe Ihnen. Nein, nicht! Lassen Sie mich in Ruhe! Ich gehe freiwillig! Würden Sie sich gefälligst beeilen? Das Wasser kommt! Nicht mehr lange und das Schiff wird in die Tiefe gerissen! Oh nein, wenn das passiert, will ich nicht mehr an Bord sein! Aus dem Weg! Einer nach dem anderen, das gilt auch für Sie, Frankenstein! Schneller, schneller! Lasst mich nicht zurück! Das Wasser steigt! Nun mach doch! Kommen Sie, West, Sie zuerst! Aber ich kann doch nicht! Und ab Sie können! Das Schiff fliegt auseinander! Alle Mann über Bord! Stoßt euch so weit wie möglich ab! Frankenstein, wo sind Sie? Hier! Jockey! Jockey! Verdammt nochmal, wo steckt der Kerl? Es hat ihn erwischt! Hier drüben bin ich! Alles in Ordnung! Wir haben es geschafft. Das war buchstäblich Rettung in letzter Sekunde. Seht doch mal da drüben! Etwa eine halbe Meile voraus! Ich sehe es, West. Ich schätze, dort liegt ihre eisfreie Rinne. Welch grausames Schicksal, dass die Cynthia so kurz vor ihrem Ziel gescheitert ist. Mit dieser Erkenntnis traten die Männer ihren Rückweg an. Dieses Mal begleitet von den beiden Norwegern Herming und Jockey, denen nichts anderes übrig blieb, als sich der Expedition anzuschließen. Nach zwei weiteren Stunden schlugen sie ihr Lager für die Polarnacht auf, wobei sie darauf achteten, sich in den Windschutz der nahegelegenen Eisberge zu begeben. Guten Abend, Mr. West. Was wollen Sie, Herming? Warum haben Sie sich nicht hingelegt, so wie die anderen? Schlafen? Bei dem, was da draußen irgendwo lauert? Das habe ich mir abgewöhnt. Außerdem wollte ich mit Ihnen reden. Lenken Sie mich nicht von der Wache ab. Sie sind doch der Steuermann, der Hellbrain. Sie können mir doch sicher sagen, wie der Auftrag Ihres Kapitäns lautet, hm? Wir suchen nach Spuren und möglichen Überlebenden der Expedition von Arthur Gordon Pym. Es ist über ein Jahr her, dass das Schiff dieses Verrückten verschollen ist. Sie haben sich doch nicht etwa in den Kopf gesetzt, bis zum Südpol vorzudringen. Doch. Und wenn es einer schaffen kann, dann ist es Kapitän Guy. Er wird Sie alle in den Tod führen.
Das wird er. Hören Sie, ich habe nicht die Absicht, die... Allmächtiger, steh uns bei. Das war ganz in der Nähe und es... Bei Gott, es spricht. Was ist das? Es weiß, wo unser Lager ist. Die Bestie hat unsere Pferde aufgenommen. Wir müssen es vertreiben. Kommen Sie und nehmen Sie Ihr Gewehr mit. Sind Sie verrückt geworden? Ich gehe doch nicht da raus aufs Eis. Wenn wir es nicht tun, wird es uns angreifen. Also geben Sie mir schon Ihr Gewehr. Wenn Sie zu feige sind, dann gehen Sie wenigstens und wecken die anderen. Also gut, wie Sie wollen. Hier. Danke. Sagen Sie Fogg und den anderen Bescheid, falls Sie nicht eh schon wach sind. Wird gemacht. Ach, und Mr. West, viel Glück. Herming, was ist hier los? Wo ist West? Er ist auf der Suche nach der Bestie. Sie haben ihn allein gehen lassen? Was sollte ich tun? Er hat darauf bestanden. Er sagte mir, ich solle sie alle wecken. Nicht mehr nötig. Kommen Sie, Mr. Hunt, wir müssen ihm nach, bevor... Oh Gott, nein! Nicht doch! Nicht! Ah! Schnell, Hunt, wir müssen ihm helfen. Er ist hinter der Bergkuppe dort vorn. Schneller! Da, da ist er. Ein riesiger Schatten. Mein Gott, was ist das? Er flüchtet! Er haut ab! Hier drüben liegt West. Er ist tot. Er sieht aus, als hätte man ihm sämtliche Knochen im Leib gebrochen. Wir sind zu spät gekommen. So eine verdammte Schweinerei. Warum hat er denn nicht geschossen? Das kann ich Ihnen sagen. Das Gewehr hatte keine Munition mehr. West hatte nicht die geringste Chance. Und dieser Hund Herming hat es gewusst. Was auch immer den Steuermann der Hellbrain getötet hatte, war wie ein Schatten über ihn gekommen und als solcher wieder hinter der Bergkuppe verschwunden, ohne im weiteren Verlauf der Nacht noch einmal aufzutauchen. Die Männer zwangen sich zur Ruhe, obwohl an Schlaf für niemanden mehr zu denken war. Die Expedition hatte ihr erstes Todesopfer gefordert. Um 5 Uhr des folgenden Tages brachen die Männer wieder auf. Es gelang ihnen, nach einem gut 4-stündigen Fußmarsch wieder zur guten alten Hellbrain zurückzukehren. Es vergingen 2 Tage, in denen sich das Wetter deutlich besserte und der eisige Wind nachließ. Es hatte den Anschein, als könne die Mannschaft doch noch auf die warmen Strömungen hoffen, von denen an Bord nun immer häufiger die Rede war. Doch das Schicksal erlegte dem Schiff und seiner Mannschaft stattdessen eine weitere harte Prüfung auf. Und dieser Herming, er ist für den Tod von Mr. West verantwortlich? Ja, leider. Hunt und ich konnten es nicht mehr verhindern. Seitdem geht mir Herming aus dem Weg. Er läuft umher wie ein geprügelter Hund. Er drückt sich irgendwo unter Deck herum, der feige Kerl. Stimmt es, was Kapitän Guy sagt? Das Packeis vor uns wird in Kürze aufreißen? Warum fragst du nicht selbst? Da kommt er gerade. Guten Morgen zusammen. Wie ich sehe, beobachten Sie auch das Wetter. Alle Anzeichen stehen gut. Der Wind dreht nach Osten. Das wird uns die Strömungen bescheren, die wir zur Weiterfahrt benötigen. Und was ist, wenn das nicht ausreicht? Dann werden wir uns den Weg bis zur Fahrrinne freihacken. Uns bleiben noch etwa 4 Wochen, bis der Polarwinter kommt. Der Koch sprach davon, dass er die Vorräte strenger rationieren muss. Das führt nicht gerade zu Begeisterungsstürmen bei der Mannschaft. Wir haben alle ein Ziel vor Augen. Und wenn ich den Befehl gebe, werden die Männer mir bedingungslos folgen. Sind Sie da wirklich so sicher, Kapitän? Waschling! Was tun Sie hier? Wer hat Sie... rausgelassen? Das war ich. Wir hätten Sie im Eis zurücklassen sollen, Herming. Aber, Mr. Fogg. Wer wird denn ein so schlechter Verlierer sein? Nehmen Sie die Hände hoch. Alle, wie Sie da sind. Jockey, sieh nach, ob von Ihnen einer eine Waffe bei sich hat. Ihr habt es gehört. Pfoten hoch. Na los. Was soll das? Was wollen Sie, Waschling? Das Kommando über das Schiff. Und damit auch die Kontrolle über die Vorräte. Sie sind verrückt, wenn Sie glauben, dass Sie damit durchkommen. Ich glaube nicht, dass er das ist.
Hören Sie sich doch mal in der Mannschaft um. Es ist kaum noch einer darunter, der glaubt, dass sie den Südpol jemals lebend erreichen. Die Vorräte gehen zur Neige, aber das Schlimmste ist, sie haben einen starrköpfigen Kapitän, der einer kranken Idee nachjagt. Einer Idee, von der alle wissen, dass sie uns ins Verderben stürzen wird. Das ist nicht wahr. Diese Ansichten haben Sie beide der Mannschaft eingeredet. Fest steht, dass die Mehrheit der Männer umkehren will. Und zwar unter einem neuen Kapitän. Das ist offene Meuterei. Hochverrat. Sie wissen, dass darauf die Todesstrafe steht, was Ling. Denken Sie vielleicht, Sie können mir Angst machen? Sie werden keine Gelegenheit mehr bekommen, irgendwem davon zu berichten, Kapitän. Genauso wenig wie Mr. Fogg und seine Begleiter. Was soll das heißen? Wollen Sie uns etwa erschießen? Nicht doch. Was denken Sie von uns? Sie werden eine faire Chance bekommen da draußen. Sie wollen uns also aussetzen. Sie wissen genau, dass die Überlebenschancen kurz vor Anbruch des Polarwinters gleich null sind. Das ist dann nicht mehr unser Problem. Was, Herming? Du sagst es. Es tut mir leid, die Herren zu enttäuschen. Aber ich sehe diese Sache etwas anders. Wir werden die Reise zum Südpol fortsetzen. Nehmen Sie die Hände hoch. Sie auch, Wassling. Frankenstein! Gott sei Dank. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Sie Narr! Denken Sie, mit Ihrer armseligen Pistole werden Sie etwas ändern? Frankenstein zielt auf Ihren Freund Herming, während ich mit meinem Gewehr Ihren Hinterkopf im Visier habe. Gut gemacht, Mr. Hunt. Nun, meine Herren, das ist eine klassische Pattsituation. Verdammt, Herming. Davon hast du mir nichts gesagt. Woher hätte ich das wissen sollen, Idiot? Legen Sie die Pistolen nieder. Das hat doch keinen Sinn. Ich werde nicht unter diesem Wahnsinnigen zum Südpol fahren. Er fahrt ihr zur Hölle. Vorsicht, Aouda. In Deckung. Feuer einstellen. Sofort aufhören. Was ist da los? Scheiße. Achtung. Nichts wie weg hier. Aouda, hinter der Steuer, schnell. Hilfe. Bringen Sie Ihre Frau in Sicherheit, Sir. Nicht mehr schießen, bitte. Geben auf. Frankenstein, nehmen Sie Wassling die Pistole ab. Nichts lieber als das. Her damit. Verdammter Verräter. Jackie, was? Ihr Mistkerle habt ihn umgebracht. Das haben alleine Sie beide sich zuzuschreiben. Sie werden wieder unter Arrest gestellt, Wassling. Aber freuen Sie sich. Dieses Mal erhalten Sie Gesellschaft. Vier Tage waren vergangen, seit der Aufstand erfolgreich niedergeschlagen worden war. Den norwegischen Matrosen Jockey hatte es das Leben gekostet, während die Verschwörer Wassling und sein neuer Kompagnon Herming unter Deck in eine ehemalige Vorratskammer eingesperrt worden waren. Doch es gab auch erfreuliche Nachrichten. Das Packeis war durch die Strömungen aufgebrochen und mit Hilfe der Mannschaft gelangte die Hellbrain kurz darauf wieder in passierbares Fahrwasser. Kapitän Guy hatte selbst das Steuer übernommen und lotste sein Schiff zielsicher durch ein weites Feld von treibenden Eisschollen. Die Hellbrain befand sich wieder auf Kurs und es gab Hoffnung, dass die Expedition ihr Ziel doch noch erreichen würde. Doch eines ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Seit ihrer Weiterfahrt waren sie nicht mehr allein unterwegs. Die Dichte der Eisschollen nimmt wieder zu, Kapitän. Aber noch sind sie nicht miteinander verbunden. Und der eiserne Kiel, der Hellbrain, wird sie zerteilen, sollte es der Fall sein. Hast du das gehört, Phyllis? Der Kapitän scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein. Nach unseren Berechnungen befinden wir uns nur noch wenige Seemeilen vom Südpol entfernt. Wir müssen es einfach schaffen. Und wir werden die Ersten sein, die erfahren, ob hinter dem Eis tatsächlich Land verborgen ist. Denken Sie wirklich, dass dieser Pim so weit gekommen ist, Sir? Wir werden es wissen, wenn wir da sind. Sehen Sie sich mal Hunt an. Er weicht praktisch nicht mehr von Kapitän Guys Seite. Er weiß, dass wir kurz davor stehen, die Stelle zu erreichen, an der er seinen Freund verlassen musste. Armer Kerl. Was mag nur in ihm vorgehen? Sehen Sie doch da vorn! Was ist das?
Bei Gott, es sieht aus, als ob die Welt dort zu Ende ist. Tatsächlich. Der Kapitän und Hunt haben es auch bereits bemerkt. Das ist eine dichte Nebelwand, wenn ihr mich fragt. Es ist also soweit. Jetzt werden sich schon bald die Geheimnisse lüften. Ich hoffe nur, dass die Männer nicht in Panik geraten werden. Diese Wand sieht wirklich unheimlich aus. Na, würde mich nicht wundern, wenn einige von ihnen denken, dass unser Schiff über eine Kante fällt, sobald wir die Wand durchstoßen haben. Möglicherweise lauert dahinter ja ein Abgrund, der uns alle... Passepartout, deine Fantasie geht mit dir durch. Jawohl, Sir. Ganz wie Sie meinen. Die Mannschaft bleibt ruhig, wie es scheint. Hört nur, wie gespenstisch still es ist. Da sind die ersten Nebelschwaden. Es ist soweit. Die Vögel. Mein Gott, es ist genau so, wie dieser Poe es beschrieben hat. Weiße, fahle Vögel. Sie kommen durch die Nebelwand und umkreisen unser Schiff. Hunt fuchtelt aufgeregt mit den Armen. Hier muss es passiert sein. Nur noch ein paar Meter, dann hat uns der Nebel verschluckt. Ich wollte diesen Satz unter allen Umständen vermeiden, aber ich schaffe es nicht. Phileas, ich habe Angst. Sei ganz ruhig, Liebes. Was auch immer geschieht, ich bin bei dir. Das gilt auch für dich, Passepartout. Sieht man es mir also an, ja? Ich werde Ihnen selbstverständlich auch nicht von der Seite weichen. Oh mein Gott! Nein! Nein! Was um alles in der Welt war das? Das kam von unter Deck. Da kommt jemand. Es ist Wassling. Die Bestie. Sie ist hier. Die Bestie. Sie hat sich Hermann geholt. Was sagen Sie da? Etwas hat die Tür zu unserer Zelle aufgebrochen. Die Bestie. Sie ist uns an Bord gefolgt. Und sie wird sich einen nach dem anderen von uns holen. Ich fürchte, er hat recht. Frankenstein. Das haben alles Sie zu verantworten. Es ist eine Ihrer Kreaturen. Ich hätte längst darauf kommen müssen. Nicht irgendeine, Mr. Fogg. Es ist mein Prototyp, mein erster künstlich erschaffener Mensch. Er ist mir gefolgt, um sich an mir zu rächen. Aber warum, um Gottes Willen? Was haben Sie ihm angetan? Ich schuf ihm ein Weib. Sie haben was? Aus meiner geliebten, verstorbenen Elisabeth habe ich ihm eine Gefährtin erschaffen. Die beiden verliebten sich ineinander, wenn man es denn so nennen will. Sie waren wie geschaffen füreinander. Wie geschaffen. Sie waren eifersüchtig. Sie sind es sogar noch immer. Was ist passiert? Reden Sie schon. Ich konnte es nicht ertragen, die beiden so zu sehen, also habe ich sie ihm wieder genommen. Oh nein, wie konnten Sie nur? Haben Sie etwa gedacht, dass dieses Wesen keine Gefühle besitzt? Was maßen Sie sich eigentlich an, Gott spielen zu wollen? Hören Sie doch, er kommt. Die Kreatur, die Sie erschaffen haben, kommt hier herauf. Er will mich, ganz allein mich. Die anderen hat er umgebracht, damit ich mich ihm stelle. Das ganze Schiff ist in Nebel gehüllt. Wir sind alle in entsetzlicher Gefahr. Die Nebelwand. Wir haben sie durchbrochen. Land! Land in Sicht! Land in Sicht! Allmächtiger. Ein pechschwarzer Berg. Er sieht aus wie eine... Die Eissphinx. Wir haben sie gefunden. Wir sind am Ziel. Frankenstein. Da ist er. Er hat sie gefunden. Ich werde mich ihm stellen. Sind Sie verrückt? Sehen Sie sich den Kerl an. Der wird sie mit seinen bloßen Händen zerquetschen. Er oder ich. Es gibt keine andere Wahl. Moment mal. Was passiert hier? Warum fahren wir plötzlich so schnell? Oh Gott, das Gestein. Was ist damit? Es ist aufgeladen und wirkt wie ein gigantischer Magnet. Es zieht das Schiff mit all seinen Eisenbeschlägen an. Wir müssen hier runter, sofort. Alle Mann von Bord! Alle Mann von Bord! Hilfe! Hilfe! Runter von Bord! Wir sind verloren! Habt ihr es gesehen? Das Beiboot! Wir müssen es losmachen! Zu spät. Spring, Passepartout, ehe das Schiff an den Felsen zerschellt. Du auch, Aouda. Kommen Sie, wir springen zusammen. Was ist mit dir? Wir haben keine Zeit mehr. Macht, dass ihr von Bord kommt. Ich komme nach. Vertraut mir.
Und jetzt runter mit euch. Eins, zwei, drei. Frankenstein, Sie auch. Verschwinden Sie, Falk. Bringen Sie sich in Sicherheit, solange Sie noch können. Frankenstein, ich habe dich gefunden. Oh nein. Springen Sie, es ist Ihre letzte Chance. Zu spät. Es ist zu spät. Phileas, wo bist du? Verdammt, ganz wie Sie wollen, Frankenstein. Leben Sie wohl. Hier herüber, Mr. Fogg. Schwimmen Sie zur Eisscholle. Hier drüben, Liebster. Wir sind hier. Geben Sie mir Ihre Hand, Sir. Ja, so ist es richtig. Und jetzt hinauf mit Ihnen. Puh. Danke, mein Freund. Das war wirklich knapp. Phileas, Liebster. Bist du verletzt? Alles in Ordnung. Mit mir wenigstens. Die Hellbrain! Mein Gott, seht doch! Sie zerschellt! Das Schiff! Geh nicht hin, Liebes. Es ist zu furchtbar. Über das pechschwarze Massiv, das mit seinem erhobenen Haupt und den beiden tatzenartigen Felsausläufern eine entfernte Ähnlichkeit zur Sphinx aufwies, senkte sich eine schwere Stille. Die Hellbrain war an dem Berg zerschellt. Nicht alle hatten es rechtzeitig von Bord geschafft. Zu den Toten, die Falk, Passepartout und Aouda am Fuß der Eissphinx fanden, zählten auch Kapitän Guy und Peter Hunt, der in Wirklichkeit Dirk Peters gewesen war. Die beiden Männer waren bis zuletzt an Bord geblieben. Von Frankenstein und seiner Kreatur hingegen fehlte jede Spur. Wie ein Wink des Schicksals schien es, dass sich eines der beiden Beiboote gelöst hatte und Kiel oben im Wasser trieb. Mit Hilfe der verbliebenen Matrosen gelang es Falk, die Schaluppe umzudrehen. Es war Zeit, Abschied zu nehmen. Es war nicht deine Schuld, Liebster. Niemand von uns konnte wissen, was uns hinter der Nebelwand erwarten würde. Ihre Frau hat recht. Es dürfte nichts bringen, sich nun auf ewig Vorwürfe zu machen. Kapitän Guy und Hunt wussten, dass diese Expedition gefährlich werden würde. Dennoch ist es schmerzlich, mein lieber Passepartout. Auch Wassling ist ein Opfer der Eissphinx geworden und hätte trotz allem ein anderes Schicksal verdient gehabt. Du hast dein Ziel erreicht. Du hast Arthur Gordon Pym gefunden und wirst diesem Poe berichten, wie er zu Tode kam. Sein Boot hat das gleiche Schicksal ereilt wie die Hellbrain. Ihr habt recht. Unsere Mission ist erfüllt. Mit Verlaub. Dann sollten wir hinunter ans Ufer, ehe die Matrosen ohne uns ablegen. Ja, das ist eine gute Idee. Verlassen wir diesen Ort des Schreckens. Komm, Aouda. Nichts lieber als das. Ich überlege gerade, ob ich mir noch ein Andenken mitnehmen soll. So einen magnetischen Gesteinsbrocken vielleicht. Was meinen Sie, Sir? Mr. Fogg? Hey! Warten Sie auf mich! So warten Sie doch! Unsere drei Gefährten bestiegen das Beiboot, das kurz darauf vom Festland ablegte. Wieder stand ihnen eine ungewisse Reise bevor und dieses Mal ohne jegliche Ausrüstung und ohne Proviant. Doch mit den Überlebenden der Hellbrain reiste auch die Zuversicht und nach nur 3 Tagen bei günstiger See kreuzte tatsächlich ein Schoner ihren Weg, der sie an Bord nahm. Und damit endet unsere Geschichte. Aber ich will Sie nicht entlassen, ohne noch einmal einen kurzen Blick auf die schwarze Sphinx zu werfen. Denn kaum war das Boot mit unseren Abenteurern an Bord außer Sicht, erhob sich auf dem Haupt der Figur eine einsame Gestalt. Ihr Mantel flatterte im eisigen Wind. Der Mann blickte auf das offene Meer hinaus und hob drohend die Fäuste zum Himmel. Dieser Mann war Viktor Frankenstein.
Aber welchen Abenteuern unsere Gefährten auf ihrer Rückreise ausgesetzt waren und unter welchen denkwürdigen Bedingungen sich ihre Wege erneut mit denen Frankensteins kreuzten, das, verehrte Freunde, ist in der Tat eine andere Geschichte, die ich Ihnen, wenn Sie erlauben, bei unserem nächsten Treffen erzähle. Bis dahin bleibe ich Ihr ergebener Jules Verne.